Gut, okay, alles klar, auf jeden Fall. Jungs, passt mal auf, ne? Heute wird die 187-Straßenbande geboren. Das Ziel ist einfach von der ganzen Sache, 187-Straßenbande, Digga, soll ein Name sein. Wir müssen da das System noch aufbauen, aber das ist kein Problem. Genau. Also abgeklärt ist ja alles, ist auch nichts Schlimmes, Jungs, ne? Ich weiß, ihr seid top Jungs, ihr seid eine coole Truppe und glaubt mir, das ist das Beste, was ihr machen könntet. Nochmal danke, Digga, dass du uns so geholfen hast von Anfang an. Digga, du weißt, komm mal auch zu dir. Und nochmal danke für alles. Das wird größer, es wird größer, da bin ich mir sicher. Jungs, rekrutieren, attackieren. Du musst mir mal erzählen, wo du überhaupt hin möchtest, Digga. Wo ich hin will. Ist ganz easy. Wo ich hin will, ja, ganz einfach, Digga. 187 soll ein Name sein, wie früher. Verhandeln, alles klar, dann verhandeln wir. Also wir können den entweder am Altar schlachten oder irgendwo anders in Dings schlachten, also keine Ahnung. Donny. Möchte er geschlachtet werden? Das ist erstmal die erste Frage, ne? Komm mal ganz kurz. Wo können wir den Cargo-Bob auspacken, wenn wir den brauchen? Flughafen, Jungs. Wegen Flughafen. Business? Flughafen. Yes, okay. Immer Flughafen Los Santos. Alles klar. Okay. Okay. Gut. Schönen Abend, Digga. Wir sehen euch auch. 187. Ja, 187. 187. Ich wollte doch nur 5 Minuten. Digga, ich möchte noch verabschieden. Dann höflich, Digga, von dir oder einfach weg. Tut mir leid. Das ist wieder los. Digga, ich bin schon weg. Nichts anderes. Okay, ich wollte nur Ciao sagen. Tut mir leid, wenn ich euch schwöre. Korrekt nochmal, Digga. Jawohl, 187. Und man sieht sich, Digga, 187. Alles okay, klar, dann lande okay, und dann... Und Bruder, frag du erstmal, Tolga. Was ist das in deinem Kofferraum? Oh, Scheiße. In der C-Klasse. Eine AMG. Und Position, ein bitte. So, und Charlie unterwegs? Östlich von der Yakuza-Base. Ja, aber ich muss auch bedenken, dass ich nicht jeden Busch am Licht kriege. Bruder, muss. Muss. Da sind Dillos drin, Bruder. Ich steck uns einen Feind in den Arsch. Seid ihr schon am Haus, Jungs? Ja. Bin natürlich. Was geht erstmal? Digi, sollen wir zum Haus kommen? Ja, Jungs, kommt ans Haus. Easy. Ja, hab ich. Das ist einfach so ein billiger. Ach, scheiß drauf, Digga. Was heißt billig, Digga? 33.000 für so einen Drecksanzug, Digga, von gebrettert. Jo, wo sind wir, Digga? Wo müssen wir hin? Ja, ich fahr einfach. Ich weiß gar nicht, Digga. Ah, okay, Digga, dann haben wir richtig. Ja, normal, Digga. Ey, Digga, ich bin gerade in Eile, Digga. Digga. Okay, fahren wir los, Jungs. Fahrt hier langsam, weil hier sind bestimmt viele Dings jetzt. Komm, lass uns frech hier hinstellen, ne? Auf den Gehsteig hier, ne? Weil wir es können! So muss das. Normal müssen wir mit Adiletten reinlaufen. Von Lacoste, aber... Eigentlich schon. Wir wollten ja auch mal, aber das ist unhöflich, Digga. Ja, das ist unhöflich. Meine Damen und Herren, wir unterstützen aus eigener Erfahrung. Hä? Muss man sein. Jungs, ich bin gefickt, ja? Was passiert, Digga? Scheiße, Alter, ich bin in dieses Loch gelaufen, Alter. Warte kurz. Ich bin auch reingefallen, Digga. Wo bin ich, Digga, hä? Hochzeits-5-6-6-6-1. Immer noch? Habt ihr jetzt Zeit, dann können wir mal kurz über alles so reden, kurz. Ja, komm mal fahren, wir sind. Wir haben ziemlich noch einmal fickig dich, Digga. Ein paar, ich glaube. Oh, vier? Fuck, Alter. Was es hier noch nicht gibt auf der Insel, womit wir auch pokern können, ist diese Rap-Events, ja? Das gibt es noch nicht. Und das würde meiner Meinung nach, wenn wir das gut umsetzen, richtig gut ankommen, wenn wir das als unser Hauptmerkmal machen, ja? Rap-Events. Wir haben hier eine Bühne, wir haben hier alles. Ich kenn's von der LCN, Capo Casino. Läuft seit Ewigkeiten sehr gut. Wenn das geplant wird, kommen sehr viele Leute, das klappt. Wenn wir das als Hauptziel setzen oder als Hauptargument, ich bin jetzt kein Rapper, okay, aber denke ich, haben wir gute Karten, Jungs. Digga, dann machst du da so riesen Ding mit Preisgeldern und so. Und Digga, das Jesus, so. Der ganze Jesus und echt so, er kommt auf die Insel und so, um ihn zu Konzerten. Ist jemand Mechaniker von euch? Ja, nein. Der weiß nicht, Jacke. Du bist Mechaniker, bist du Meister? Hallo? Ich bin kein Mechaniker. Ach so. Was ist denn mit euch?
Wir wollten nach Mechaniker fragen. Genau. Einsatzteam über alles, Junge. Also, aber wir haben immer noch eine Mission gerade. Wir suchen Mechaniker, deswegen warten wir mal kurz. Würfelpark, vielleicht ist da einer, ne? Komm, wir parken die Autos hier, weil wir es können auf der Straße, okay? Wer will uns was? Komm, ich komm gleich, ja? Einen Moment. Ja. Ein wunderschön. Mal was anderes. Hallo? Diese Farbe auf der Insel. Guten Tag. So wie die beiden. Die machen das auch richtig. Eine Frage. Ist hier jemand Mechaniker? Ups. Ja, da hinten. Was? Der mit der Kette ist sogar ein sehr guter Mechaniker. Ey, Paul. Kurzes Auto-Fam. Ja, wer ist da? Schönen guten Tag, ich bin's. Grüß dich. David Wolf. Grüß dich. Alles okay, oder? Okay, ich muss gleich wieder weiter, ne? Ich brauch nur Mechaniker, ne? Ey, Sony, ich bin Mechaniker. Okay, komm mit, Digga, ich brauch dich kurz, komm. Mach dir mal bitte 7. Welche Farbe, Bruder, wolltest du? 1-1-9, Digga. 1-1-9, ja, korrekt, ja. Genau wegen der Sache wollte ich mit dir reden, Digga. Wegen Auto, oder was? Nein, nein, Bruder, Gruppierung, gell? Wegen was? Gruppierung? Gruppierung. Digga, gib mir deine Nummer, ich ruf dich morgen an, Alter. Bruder, 1-7, FNMDN, Digga. Sehr schön, Digga, so muss das, ja, weißt du Bescheid. Mitkommen. So, der Typ ist total durch. Hör mal zu. Der ist behindert. Ey, hör mal auf zu zittern, ne? Es gibt eine Stelle, ja? Hast du gehört? Ey, du sollst aufhören zu zittern, Mann. Alter, er ist total durch. Guck mal, wenn du... Ich zieh gleich eine Bombe, wenn ey, jetzt, mal. Moment, wir machen das anders, Digga. Pass mal auf, ne? Wenn du dich jetzt nicht normal verhalten kannst, Digga, dann fliegst du aus der Scheibe, hast du mich verstanden? Kannst du jetzt reden oder nicht? Was hast du? Digga, der ist krank, ja, ich ruf... Bruder, ich schwör, ich ruf den Arzt, ja? Die sollen den mitnehmen, einmal, ja, Digga. Ja, 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 oh Gott. Du bist durch. Guck mal. Boah, Alter. Ey, das ist ja wie ein schlechter Horrorfilm, Digga. Huste, Digga. Du folgst uns, Digga. Verpiss dich von hier. Wenn du noch einmal hier drauf kommst, bist du tot. Hast du verstanden? Steh auf und lauf, oder ich zieh dir eine Bombe, Digga. Lauf. Ey, du sollst... Ey! Kollege, umdrehen. Umdrehen. Andere Richtung. Hallo? Hallo? Ey, du willst hier nicht sterben, glaub mir. Du willst hier nicht sterben. Jungs, könnte mich jemand Vespucci-Kanäle-Garage da abholen? Ich bin hier irgendwie am Arsch der Welt. Letzte Warnung. Aus der Tür da hinten raus. Typ ist durch, Junge. Auf deinem Trip wollte ich. Der hat ein bisschen zu viel gezogen, glaub ich. Oder gespritzt. Jungs. Aber wir haben einen richtigen Psychopath hier bei mir im Haus, Digga. Was ist los? Wieso, Digga? Komm, lauf weiter jetzt, Digga. Ey, hat jemand gesagt, stehen bleiben, Digga. Ja, geht, alles gut. Auf dem Anwesen ist ein komischer. Direkt, nein, mir scheißegal. So. Geradeaus durchlaufen, wenn man das so. Na, hast du verstanden? Ey. Okay, Junge. Okay. Willst du sterben, hast du gehört? Willst du sterben? Willst du sterben? Verpiss dich jetzt! Digga. Junge. Ey. Du, warum schlägst du mich, Bruder? Das ist Ari, Digga. Ja, Bruder. Das ist Ari, Digga. Hilf mir, Bruder. Digga, was das zur Hölle, Alter. Meine Lauf. Alter. Digga, Ari. Bruder, was machst du? Ari, was machst du? Zu viel Meth reingeraucht, reingezogen. Ich glaub schon, ja. Viel gekocht, Digga. Apropos Meth, ich geh mal kurz einlagern. Ja. Digga, geil, Mann, Alter. Was ist, Digga, voll geil. Die Welle muss auf jeden Fall dir geben. Die Welle, was gibt's noch? Die Welle ist das richtige Autisten. Erstmal auf 1 hat sich Style pissen, Junge. Einfach Zwiebeln. Und sonst, wo ist Snickers? Ist er auch dabei? Der schwirrt irgendwo rum, Alter. Der ist da, ja. Und das oben ist Psycho Andreas. Psycho Andreas, ja moin. Genau. Weiß auch nicht, was er da veranstaltet, seht ihr das auch? Mhm. Andreas, hol mal runter. Digga, kommst du jetzt mal da oben runter, Alter? Alter, fertig. Andreas ist platt. Alter, ja, richtig viele Alter, neue Brillen, Alter. Grab mal, also ich mal langsam den Schuh wieder, gell? Was machst du? Die Schuh, also Abflug. Alles klar. 187. Dann wünsche ich euch was, ne? 187. Andreas, Junge. Auto fahren kann er noch, aber reden nicht mehr so, ne? Ja, reden ist er, wie sie eingeschüchtert noch. Aber das ist schon okay.
Die Küche bleibt so, wie sie ist. Da wird sich nichts dran ändern. Kinderzimmer. Ja, Kinderzimmer auch, ne? Bleibt so, wie es ist. Nein, jetzt hältst du deine Schnauze. Was macht der? Ey. Oh. Ey. Das ist aber nicht so cool. Das ist echt nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. Der Jimmer. Ey. Das ist nicht, echt nicht cool. Das ist nicht cool, ne? Das ist wirklich nicht cool. Das ist gar nicht cool. Nee, das möchten wir hier nicht mehr sehen. Das dulden wir nicht. Auf den Don mit einer Waffe. Ich heiße nicht Andreas. Wie heißt du? Andi. Digga, seit wann hat er die Anfälle, Jungs? Seit heute. Was ihr hier seht, ist spannend und neu. Und Mami und Papi sind immer dabei. Ich hab von ihr auch von heute auf morgen nichts mehr gehört dann, ne? Sie waren doch hier, Boss, der Pizzahändler. Was? Wer war's? Ja. Welcher Boss? Ich? Ja, Herr Montana. Hier für ein Treffen. Aha. Hier los. Sag mal, sind die eigentlich von dir, diese einen mit diesen karierten Gold irgendwas T-Shirts? Ich dachte schon, die gab's irgendwie im Sonderangebot oder so. Im Sonderangebot, wieso? Ja, da laufen richtig viele auf einmal damit rum, ne? Wie sieht denn Ihre Karriere aus, Herr Montana? Sehr schwammig. Schon mal überlegt. Wandern Seite zu wechseln. Denk mal, Sie wissen gleich, ich nehme mal die Maske ab. Ach ja, jetzt Anhängen. Natürlich, ja klar. Ja, jetzt auf einmal, ne? Ja, natürlich. Aber Sie wissen doch, ach, ich und Staatsbeamter, oh mein Gott. Frag mich die ganze Zeit nur, was die da machen. Doch, das ist doch diese eine, die haben mich eben. Ey, die kam eben zu mir, die mit den blauen Haaren. Warum muss gehen, ne? Ja. Und meinte so. Hey Süßer, bin ich hübsch oder habe ich eine Glatze? Hm? Und meinte ich so zurück, naja, hübsch bist du nicht, aber eine Glatze hast du auch nicht. Ruf sie mal an und leg direkt mal auf. Warte, das ist doch die da hinten mit dem blauen Haaren. Ich weiß nicht, ruf sie an, wenn du willst. Ach, jemand will sich uns anschließen, okay? Und? Ach so, sie redet. Moment, sag mal, du bist nicht von 187. Ja, stopp, ich bin nicht von 187. Rufen Sie am besten nochmal persönlich an. Danke. Scheiße, okay. Ach, du bist von 187? Was? Herr Montana. Wir pflegen. Nice. Wir pflegen gute Kontakte. Was? Das ist auch 187 hier, oder was? Nein. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wie kann ich helfen? Und zwar geht es darum, dass ich, ich weiß nicht, ob du dich vom letzten Mal erinnern kannst, da war der Ahmed dabei. Der hat ja auch mit uns das Koks da und so, alles gut, ne? Alles gut, Bruder, gehabt, ja. Ich bin von kurz. Erzähl weiter, ja. Und der würde halt sich gerne euch anschließen. Er würde sich gerne uns anschließen? Ja, auf jeden Fall. Also. Und ich habe irgendwie, mir hat gesagt jemand, dass ihr am Gärtner wohnt. Wo seid ihr denn jetzt genau? Guck mal, mach mal Google Maps auf. Siehst du doch die Uni, ne? Geh mal da so ein Stückchen runter. Siehst du diese Straße, wo ihm nichts aufhört? Ja. Da fährst du einfach komplett durch. Alles klar. So, wir kriegen gleich noch Besuch. Okay. Wie bitte? Ich verstehe sie ganz schlecht. Ja, da. Also, folgender Punkt. Du hast einfach mit denen gequatscht. Das ist das Schlimmste, wenn man mit dem FIB kooperiert. Und du hast denen was gesagt. Hundertprozentig. Du kaust sie laut. Am liebsten würde ich dich so hochjagen, weißt du? Ja. Diese Vista. Lass uns das lieber schneller machen, oder? Ja, komm mal. Ja, ich will auch sagen. Ja, lass das wirklich schneller machen. Meine Nase sagt mir, wir haben noch 2 Minuten, ja, das passt schon. Ja. Also komm lass rein. Hier. Ey, keine Romanzen hier, ja? Hier wird nicht geheiratet, Digga. Renn, um dein Leben. Weiter. Als hast du dich gehört. Mach das Peng, Digga. Alle Abstand, ja, alle Abstand. Egal. Mach schnell. Wenn die hier ankommen und zumachen, sind wir gefickt. Beeil dich, Digga. Ich hör den Heli. Beeil dich. Ich fahr als Mate weg, du kommst hinten raus, okay? Oh mein Gott, ja. Du zum Friedhof, okay? Ja. Wie lange brauchst du noch? Boah, Bruder, 3 Sekunden oder so. Paar Minuten, ja. Digga. Oh. Paar Minuten ist schlecht. Fuck, Digga, Alter. Was, Digga? Der fällt mir hinterher, Digga. Echt? Der denkt nicht, du bist bei mir drin. Echt, Digga? Hast du einen super Sportler bei dir? Ja. Ich glaube. Fuck. Fuck, Digga. Fuck. Jetzt gehe ich im Tunnel rein und werf ganz schnell meine Waffen weg und dann können die mich nicht ficken. Mach das. Alter, was ist das hier? Teddybär, Mann. 2 Plastik, Mann. Die soll mich ruhig sehen, ne? Ich soll ja Fokus auf mich ziehen, ne? Mhm.
Oh, was ist hier? Ey, shit. Was ist das denn? Digga, ey, bei mir ist ein, bei mir ist ein Geist im Haus, wa? Ich glaube, hier ist ein... Wie? Ich laufe hier gerade gegen einen Geist, Mann. Hier ist ein Geist, Alter. Ey, ich schwöre, hier ist ein Geist, Digga. Keine Ahnung. Hier ist einfach ein Geist, Digga. Digga, bist du einer von mir, Digga? In meinem Haus ist ein Geist, Mann. Der fliegt unter der Brücke durch, der ist schlau, Digga. Ich wollte mich den Quimpen wegmachen. Was? Ja, Mann. Gib Gas, Junge. Ey, Alter, was ist los bei dir, Mann? Der voll Fokus auf. Ey, hör mal auf hier, Mann. Dieser Digga, dumme Geist schlägt mich, Mann. Ja, ey, Alter, hör mal auf mit der Kacke, Alter. Ey, sorry, brauchst du Hilfe, oder was? Ich hab hier irgendeinen Geist im Haus, wo mich schlägt. Ich seh ihn nicht, ich seh nur, ich hör nur Steps. Und er schlägt mich. Jungs, ihr gebt auch einen Tipp. Zieht euch mal... Ah, okay, nee, ihr müsst euch nicht umziehen. Aber bleibt ein bisschen undercover. Wir reden danach nochmal, ja? Wir reden danach gleich, bitte. Hallo, Bruder, wo bist du? Ich werde jetzt meine Punkte los. Ich, vielleicht gehe ich in den Knast. Ah, ich weiß nicht, ob ich mit der Karre das machen darf, weißt du? Junge, der Geist schlägt mich schon wieder. Jetzt raste aber komplett aus, Alter. Jetzt dreh ich ab, ich schwör's dir. Hier ist einfach ein Geist, Digga, der schlägt. Wirklich, Mann. Er hat... Oh, geht einfach raus. Digga, ich rast jetzt ab hier. Ich... Wenn ich hier... Junge. Jetzt ohne Scheiß, Mann. Wirklich. Er verfolgt mich, Alter. Lass mich doch einfach nur in Ruhe. Du bist bereit, ich kann dich abholen. Digga, ja, wenn der Geist mich mal in Ruhe lassen würde jetzt, Digga. Punkt, check. Hallo. Bestanden, ja? Junge, dieser Geist, ich dreh durch. Ich mein's Herz, ja. Ja, bitte. Ey, er schlägt einfach. Jaro, ich raste aus! Schnauze voll, Junge. Verpiss dich, Alter. Digga, und Swatch steht jetzt vor mir, Alter. Jungs, was geht? Wie geht's euch? Was machen wir? Ey, Bruder, wo bist du, Fatmir? Wo hängst du? Ich bin gerade mit Adi im Auto, Digga. Surprise, Motherfucker! Oh, du Junge. Wen haben wir denn da? Das gleich an der Hauptstraße, wo du geklaut hast. Was ist denn hier los, verdammt nochmal? Ja, sagen Sie mal, sind Sie bescheuert oder was? Soll ich auch kommen? Herr Montana, ja. Sie sind vorläufig festgenommen. Ich bin vorläufig festgenommen. Eine Sekunde, ich muss mal hier alles auflegen, weil ich bin hier am Kommunizieren. Sie sind am Kommunizieren? Ja, ich, geht das? Hallo, ich... Bist denn hier? Test, Test. Kann man mich am Telefon noch hören? Kann man mich irgendwo noch hören? Alles klar, gut. Was ist denn hier los? Ja. Wegen zweifachen Mord an zwei Agents. Was? Und illegaler Waffenbesitz, Waffen in der Öffentlichkeit, sind sie jetzt festgenommen und illegaler Schusswaffengebrauch. Ach echt? Auf welcher Grundlage, ja, auf welche Grundlage beziehen sie sich denn? Auf welche Grundlage? Das hat uns das SWAT gesagt. Das SWAT, ach die so. Da die anderen 187er niedergeballert hat, die wurden erkannt. Ich wurde erkannt? Deswegen sind wir hier. Sie wurden erkannt. Was meinen Sie, warum wir den Cargo so, immer so schön hinterhergeflogen sind? Keine Ahnung, ich war angeln, ja? Danke, ich... Ich war angeln. Keine Ahnung, von was ja, ihr labert, waren, aber es angeln. Ist... Sie waren angeln und wurden im Cargo-Bob geortet. Grüße gehen raus, Herr Montana. Ich erzähle Ihnen jetzt mal durchsuchen, ja? Wie machen Sie das? Gerne. Alles schon versteckt, ne? Ich habe nichts versteckt. Ich weiß, wie gesagt... Wissen Sie, was das Gute ist? Soll ich mir was verraten, Herr Montana? Moment, ich mache mal eben den Funk an, damit das richtig interessant wird. So, Jungs. Wollen wir schon mal loslegen und alles durchsuchen hier? Ja, kommt das mal, Herr Montana. Die bleiben jetzt erstmal hier stehen und wir werden uns jetzt erstmal hier umgucken auf ihrem tollen Grundstück, ja? Machen Sie das. Ja. Aber mal eine andere Frage, Alter. Wer zur Hölle ist dieser verdammte Geist, Mann? Was geht denn hier ab? Hallo? Wo kommt die denn her? Wie Hände hoch? Warum das denn? Aus welchem Grund? Hä? Die sind total bescheuert, Mann. Die nehmen Drogen. Warum wollt ihr mich denn jetzt hier festnehmen? Warum nimmt ihr mich fest? Hallo, ich bin doch gerade erst... Wer ist der Einsatzleiter hier von euch? Ihr Banausen. Hallo? Hallo? Digga, was ist da los? Junge, hallo? Digga. Können wir mal die Handfesseln lösen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hallo? Wer ist denn hier der Einsatzleiter? Wie mache ich hier? Ich bin im Pool gewesen. Ja, ich war im Pool hinten.
Ja, also ich habe nichts im Pool gemacht, ist klar, ich habe Anziehsachen an, aber ich saß da vorne und habe gechillt. Hallo? Ihr werdet schon noch alle sehen, Alter. Ihr könnt gerne Drohnen noch anhängen, Alter. Dafür bin ich bekannt. Ich werde euch alle auseinandernehmen und auslöschen, Alter. Ja, wo bist du? Bist du im Haus? Ich? Ja, wo bist du? Digga, ich stehe hinter dir an der Säule. Du hörst mich, ich schreie. Ihr werdet alle sehen. Alter, brennen. Ja, den zeige ich noch. Glaub mir. Hört ihr mich? Naja, ich höre mich. Feuer, Digga. Absolut Feuer, Digga. Aber was ist mit dem? Warum sitzen die nicht fest und mich hier auch? Also, ist das jetzt verboten, hier rumzustehen oder was? Keine Ahnung. Die f*** ich alle. Hallo, die Agents. Könnt ihr mal einen hier hinschicken, von der hier Ahnung hat? Der Agent hier links am Cargo. Können Sie einmal kurz kommen? Das wird Nachspiel haben, habt ihr mich verstanden? Sollen auch. Ich mal die Handschuhe von der Kommission mit, ja? Dann einfach call. Okay. Herr Montana. Ja. Stimmt das, dass Sie der Anführer der 187 sind? Ich hab keine Ahnung, von was Sie reden, ne? Ja, gut, und ist es vorhin durchgesickert bei uns, diese Information? Deswegen wollte ich Sie nochmal persönlich darauf ansprechen. Natürlich klar, dass Sie natürlich dazu nichts sagen werden. Und selbst wenn ich. Sie haben gerade Ihre 187er Crew ein bisschen gebumst, die Waffen und alles, was wir da noch gerade sichergestellt haben. Ja? Auf welcher. Wie geht das eigentlich? Warum stellen Sie Sachen von anderen Leuten sicher, wenn Sie mir was vorwerfen? Alles, das ist, weil das Ihr Grundstück ist. Und dadurch, dass es Ihr Grundstück ist und Sie einen Haftbefehl haben, mehrfacher Mord, wie Sie schon die ganze Zeit verfolgt haben, haben wir das Grund, Ihr Grundstück inklusive die Fahrzeuge auf diesem Grundstück zu durchsuchen. Wie viele Waffen waren das denn? Die Herren, wir haben illegale Munition festgestellt, ganze Menge Ephedrin und einiges an Methamphetamin. Ja, Herr Montana, das mit dem Anwalt hat sich erledigt. Warum? Ja, gerade kam das SWAT oben rein und hat den Herrn Kozlov festgenommen, aufgrund, dass er mit bei der Geiselnahme dabei war. Somit ist das Recht auf Ihren Anwalt jetzt verwehrt. Okay. Und dann würden wir zum SG fahren, Herr Montana. Okay, alles klar. Das wäre ein Haftaufenthalt von 220 Monate. Alles klar. Schmeckt.